Ich möchte euch nun die Tabelle mal vorstellen, mit der ihr eure Lösung kontrollieren könnt. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist so ein bisschen herumprobieren mit Zahlen. Allerdings sollte das jetzt nicht ersetzen ein systematisches Vorgehen, wie ich euch in dem anderen Film gezeigt habe. Also zunächst mal, so eine Tabellenkalkulation ist im Prinzip eine große Tabelle und man kann da ziemlich viel mitmachen. Was ich da gemacht habe, müsste euch jetzt nicht unbedingt so interessieren, sondern es geht mir nur darum zu zeigen, wie man das Ganze benutzt und was man wo einträgt. Vielleicht noch eine kleine Einschränkung. Diese Tabelle habe ich jetzt zunächst mal so erstellt, dass ich nur Reaktionsgleichungen untersuchen kann, bei der ich zwei Edukte habe, die zu zwei Produkten reagieren. Bei anderen Reaktionen geht das nicht, beziehungsweise also es geht nicht mehr als drei Produkte oder Edukte. Wie man hier sieht, ich habe hier jetzt nur ein Edukt, daraus werden zwei Produkte, das geht also auch, aber eben nicht 1 zu 3 oder 3 zu 1 oder 2 zu 3, das geht eben auch nicht. So, hier oben habe ich das hingeschrieben. Es ist so gedacht, dass man die einzelnen Atomsorten jeweils in einen der gelben Kästchen einträgt. Das kann man also einfach eintippen. Man kann das Ganze löschen, indem man hier doppelklickt, und dann kann man da was anderes hinschreiben. Und hier unten werden die Indizes hingeschrieben. Wenn ich es weglasse, dann ist es genau das Gleiche, als wenn ich eine 1 hinschreibe. Ich kann eben auch eine andere Zahl hinschreiben. Wenn man jetzt schon gerade hier sieht, ich habe gerade was verändert. Und hier unten habe ich nämlich einen Bereich, wo ausgewertet wird. Hier wird zum Beispiel die Gesamtanzahl der Atome erstmal gezählt. Und das stimmte jetzt hier nicht, weil ich da etwas eingetragen habe. So, gehen wir mal zurück zu dem Element. Übrigens, also wenn ich das markiert habe, kann ich also auch direkt, ohne dass ich doppelklickt habe, da was tippen, um das zu überschreiben. Wenn ich es korrigieren will, also zum Beispiel hier, wenn ich da was Falsches hingeschrieben habe, muss ich entweder da oder hier oben dann doppelt hinklicken. Also erstmal nochmal zu zeigen, einmal anklicken und dann kann ich hier was schreiben oder ich klicke hier im Doppelt drauf, dann kann ich hier unten schreiben, das ist das Gleiche. So, zur Kontrolle, wie viele Atome jeder Sorte vorhanden sind, ob das stimmt, habe ich hier unten also diesen Bereich vorgesehen. Und hier sieht man ja jeweils Fragezeichen. Wenn ich da einmal draufklicke, erscheint so ein kleiner Pfeil in einem Kästchen nebendran. Wenn ich das aus- oder anklicke, klappt eine Box aus und ich kann da die Atome auswählen. Und dann wird jeweils angezeigt, wie viele Atome dieser Sorte habe ich hier in den einzelnen Stoffen. Das heißt, der erste Stoff, also dieser hier, enthält ein von diesen Calciumatomen. Der zweite Stoff, da gibt es keinen, also sind da null enthalten. Und hier beim dritten Stoff ein Calcium und hier ist ja auch kein Calcium enthalten, also null. Das gleiche kann ich jetzt also auch für die anderen Atomsorten machen. Kohlenstoff 1, hier 0 und da eben 1. Und Sauerstoff, da haben wir drei Stück und bei dem ersten Stoff ein und beim zweiten jeweils zwei. Wenn da ein Fehler wäre, dann würde das hier hinten angezeigt werden. Ich mache mal als Beispiel, ich setze mal hier einen stöchiometrischen Faktor vorne dran. Momentan wurde das noch nicht übernommen. Ich bin noch am Bearbeiten, deshalb wird es noch nicht kontrolliert. Wenn ich jetzt woanders hinklicke, wird gesagt, oh, da sind Fehler. Also der Kohlenstoff stimmt nicht, denn das wären hier zwei Atome. Und beim Sauerstoff ist auch ein Fehler, denn das sind insgesamt fünf. Wo der Fehler steckt, das wird hier nicht angezeigt. Es wird also nur kontrolliert, ob es richtig ist. Das, was ihr ja auch machen sollt. Aber es wird nicht gesagt, wo der Fehler ist. Das müsst ihr dann selber herausfinden und könntet natürlich auch ausprobieren. Jetzt haben wir hier sogar drei Fehler. Wenn ich da noch eine 2 davor setze, dann wäre es wieder richtig. Das stimmt wieder.
Allerdings 2, 2, 2, das könnte man kürzen. Das ist natürlich so, wie es vorher war, schon richtig. So, zur Kontrolle möchte ich euch mal zeigen, diese eine Aufgabe, die ihr auch aufhattet mit dem Eisensulfid und Sauerstoff und Eisenoxid und Schwefeldioxid. Die trage ich jetzt mal kurz ein. So, und nun kontrolliere ich, ob die Anzahl stimmt. Ich habe hier unten noch meine anderen Atomsorten. Wenn ich eins löschen will, weil ich zum Beispiel zu viel habe, mache ich da einfach oder wähle ich einfach das Fragezeichen aus. Hier brauche ich jetzt ja Eisen. Dann hätte ich Schwefel. Da haben wir es. Und der Sauerstoff fehlt noch. Ja, sind alle drei leider falsch. Also muss ich ein bisschen was kontrollieren. Wenn ihr die Lösung schon habt, könnt ihr jetzt natürlich das mitkontrollieren. Ich bin als Lösung gekommen, dass man da folgende stöchiometrischen Faktoren einsetzt. Ja, das Eisen stimmt schon mal. Und beim Schwefel das hier. Ja, und stimmt also ganz genau. Ne? Also so könntet ihr eure Aufgaben auch kontrollieren. Aber ist eigentlich nur so ein Zusatzhilfsmittel. Was man wirklich ja machen könnte, ist so ein bisschen rumprobieren. Aber denkt daran, systematisch ist wichtiger. Ihr habt nicht immer den Computer dabei.